In Ungarn kann Ministerpräsident Viktor Orbán absehbar mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Gemäß ersten Zwischenergebnisse nach Schließung der Wahllokale wird der nationalkonservativen Fidesz-Partei von Orbán eine deutliche Mehrheit vorausgesagt. Nach Auszählung von 58% der Stimmen der nationalen Parteilisten kommt die Fidesz auf 55,7% Wähleranteil. Das oppositionelle Sechsparteienbündnis Ungarn in Einheit um den 49-jährigen Péter Márkizay kommt auf 32,5%. Diese Angaben machte das nationale Wahlbüro. Trotz des niedrigen Auszählungsstands gehen Wahlforscher davon aus, dass Orbáns Fidesz-Partei eine komfortable Mehrheit im neuen Parlament haben wird. Der Kandidat der Oppositionskoalition für das Amt des Ministerpräsidenten, Péter Márkizay, bedankte sich auf seiner Social-Media-Seite bei allen, die ihre Stimme abgegeben haben. Er dankte auch den über 2.000 Stimmenzählern, die von den Oppositionsparteien in den Wahllokalen im ganzen Land eingesetzt wurden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat eine Wahlbeobachtungsmission eingesetzt, um die Wahlen zu überwachen, erst das zweite Mal, dass sie dies in einem Land der EU getan hat. Ukraine-Krieg wirkt in den Wahlkampf. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg forderte die Opposition, das Nachbarland zu unterstützen und gemeinsam mit den EU- und NATO-Partnern zu handeln. Regierungschef Orbán, ein langjähriger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, bestand aber darauf, dass Ungarn neutral bleibt und seine Wirtschaftsbeziehungen zu Moskau aufrechterhält. Auf einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag sagte Orbán, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine das Land zu einem militärischen Ziel machen würde. Dies ist nicht unser Krieg, wir müssen uns daraus halten, sagte Orbán. Der Oppositionskandidat Márkizay hat versprochen, der seiner Meinung nach grassierenden Korruption in der Regierung ein Ende zu setzen. Nach seiner Stimmabgabe bezeichnete Márkizay die Wahl am Sonntag als einen harten Kampf aufgrund der überlegenen wirtschaftlichen Ressourcen und des Vorsprungs der Fidesz in den Medien. Fünfte Amtszeit Orbáns steht an. Viktor Orbán regiert seit 2010 in Ungarn. Nun strebt er eine fünfte Amtszeit an, die vierte in Folge. Kritiker werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor. In der EU, der das Land seit 2004 angehört, hat er zahlreiche Konflikte vom Zaun gebrochen. 2:48 Video Péter Balczli: Orbán ist ein äußerst gerissener und manchmal auch skrupelloser Kommunikator, aus Tagesschau vom 3.4.2022 abspielen. Laufzeit 2:48. Für SRF-Korrespondent Péter Balczli ist Orbán ein äußerst gerissener und manchmal auch skrupelloser Kommunikator. Dazu komme, dass rund 80% der Medien in Ungarn direkt oder indirekt in der Hand der Regierung sei. So entstehe ein enormes Ungleichgewicht in der Berichterstattung. Es ist zu erwarten, dass die Fidesz-Partei nicht mit einer Zweidrittelmehrheit gewinnt wie bisher, aber mit einer absoluten Mehrheit, zieht Balczli ein vorläufiges Fazit. Sechs oppositionelle Parteien wollten Orbán stürzen. Sechs Parteien schufen für die Parlamentswahl die gemeinsame Liste Ungarn in Einheit und ermittelten in selbstorganisierten Vorwahlen die gemeinsamen Kandidaten für die 106 Direktwahlkreise. Auch der gemeinsame Spitzenkandidat, der parteilose konservative Péter Márkizay, ging aus diesen Vorwahlen hervor. Dem Oppositionsbündnis gehören die Ungarische Sozialistische Partei, die Sozialdemokratische Demokratische Koalition, die Linksgrüne Dialogpartei, die Grünpartei Politik kann anders sein, die Liberale Momentum Partei und die rechtskonservative Partei Jobbik an.